Weihnachten darf einfach nicht sterben. Wir sind gegen Artikel 14. Weihnachten muss existieren. Okay, let's go. Hey ihr da draußen, ihr werdet es alle mitbekommen haben, es war in allen Medien, fast jeder YouTuber hat darüber berichtet, Artikel 13 soll YouTube komplett löschen. Und ich glaube, zu dem Thema gibt es hunderte Videos irgendwie, warum Artikel 13 doch nicht YouTube löscht und warum wir aber Artikel 13 aufhalten möchten. Was nur keiner mitbekommen hat, es gibt auch einen Artikel 14 und der ist noch schlimmer. Zumindest in meinen Augen. Laut Artikel 14, und jetzt haltet euch fest, wird es ab 2019 kein Weihnachten mehr in Europa geben. Und das ist gerade kein Scherz. Die wenigsten von euch werden von Artikel 14 überhaupt was gehört haben. Deswegen kann ich mal eben kurz vorlesen. Und zwar in Artikel 14 steht, zusätzlich zu staatlich kontrollierbaren Upload-Filtern muss sich jeder als Weihnachtsmann tätige Unternehmer einem Weihnachtstest unterziehen. Darüber hinaus dürfen Weihnachtsmänner nicht mehr ohne gültigen Erlaubnisschein in Schornsteine steigen, die unter den angegebenen Mindestmesswerten liegen. Erlaubnisscheine müssen 4 Jahre vor Auslieferung der Geschenke gebührenpflichtig beantragt werden. Klingt alles kompliziert, was heißt das genau? Weihnachtsmänner müssen an einem unglaublich komplizierten Test teilnehmen, den kaum ein Weihnachtsmann bestehen kann. Und selbst wenn ein Weihnachtsmann diesen Test bestehen sollte, muss er auch noch seine Tätigkeit als Weihnachtsmann 4 Jahre vorher anmelden. Das heißt, wir könnten frühestens 2022 in Europa wieder Weihnachten haben. Das Internet ist mal wieder außer Rand und Band. Erst schockiert Artikel 13 ganz YouTube Deutschland, jetzt soll ein neuer Artikel auch noch Weihnachten in Europa verbieten. Wie bitte? Ich finde, es ist einfach wichtig, darüber zu reden. Artikel 14 kurz zusammengefasst, es wird kein Weihnachten mehr geben. Leute, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, es ist extrem krass, was gerade in dieser Welt abgeht. Artikel 14 steht vor der Tür sozusagen. Nicht mehr Weihnachten steht vor der Tür, sondern der Artikel 14 steht vor der Tür. Das ist also Hamilch. Auch gut zu wissen, oder? Als das natürlich jetzt die Menschen mitbekommen haben, war ganz Deutschland empört und es sind tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Hier Live-Aufnahmen. Hier in Köln geraten die Menschen wegen Artikel 14 in eine komplette Massenpanik. Man sieht es hier, tausende Menschen gehen hier auf die Straße, protestieren für ihre Rechte, protestieren gegen Artikel 14. Das ist der Wahnsinn. YouTuber! 14 muss gestoppt werden! Was 14? 14 muss gestoppt werden! Digga, was 14? Die Menschen sind wütend, die Menschen sind fassungslos und die Menschen wollen Artikel 14 nicht hinnehmen. Wir lieben Weihnachten und wir sind empört, dass es das nicht mehr geben soll. Ja, finde ich auch. Und auch ich sage nein, wir dürfen nicht zustimmen zu Artikel 14. So Leute, ich starte jetzt einfach mal eine Liste so an, von Dingen, ne, die ich an Weihnachten einfach mal so mag. Kekse. Wir vom Kanal Grisch Studios sind gegen Artikel 14. Zusammen sein. Wir mögen Weihnachten. Geschenke natürlich. Und wir lassen es uns nicht verbieten. Weihnachten darf einfach nicht sterben. Es wird kein Weihnachten geben. Hallo? Weihnachten ist die schönste Zeit. Wir haben eine Petition gestartet. Geht mal auf den ersten Link unten in der Beschreibung und unterschreibt einfach, Weihnachten muss erhalten bleiben. Wir brauchen unser Weihnachtsfest. Also Leute, Hashtag SaveYourChristmas. Verbreitet diesen Hashtag, teilt ihn. Wir müssen Weihnachten retten. Wir brauchen eure Hilfe. Leute, nur zusammen können wir Artikel 14 stoppen und Ostern retten. Weihnachten? Weihnachten retten. Ja. Haben wir das drauf? Ja, das haben wir drauf. Das ist gut.